Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Ach ja, ich habe in letzter Zeit nur Probleme mit meinem Rechner und ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann. Dauernd friert das Spiel ein und dann ist mir beim letzten Mal der Anzeigetreiber abgeschmiert. Und ich glaube beim, ja, das letzte Mal halt am Ende auch. Und hat direkt auch gleich den Rechner mit in den Tod gerissen. Deswegen musste ich auch die Aufnahme wieder herstellen. Mit so einem Programm. Und deswegen haben wir da jetzt ein paar Fehler drin. Es flackert so. Die Bilder sind teilweise ein bisschen durcheinander gekommen. Naja, aber vielleicht liegt es an dieser verfluchten Insel hier. Diese verfluchte Wählen. Niemalsland, was? Hier, Reuseninsel sind wir ja. Bei dem Turm der Ratten. Und dann mache ich jetzt einfach weiter. Ich scheiß drauf, ob's der Rechner das nicht will oder das Spiel mich irgendwie daran hindern will, hier weiterzukommen. Ich ziehe das durch. Da vorne waren Ghule, da haben wir gekämpft noch. Gerade in der letzten Folge. Verdammt, bist du echt. Und ich hoffe, es schmiert mich ab jetzt. Und wir kommen einigermaßen weiter. Ich treffe auch gar nichts mehr. Verdammt. Boah, das sind aber verdammt viele, kann das sein? Komm, hack mal mit dir auseinander. Komm schon, komm, jo. Dann den da. Oder den. Die regenerieren wieder, das vergesse ich immer. Komm, so, in der Mitte durchjagt. Zack, und jetzt du. Level 9 ist doch ein bisschen interessant. Zack, und ich auch gleich hier. Da kommen wieder die Mücken. Mückenwolke. Weil der Geralt hat schon lange nicht mehr gebadet und der müffelt jetzt ein bisschen. Da kommen die gleich angeflogen. So, bis jetzt läuft alles gut. Gleich mal speichern. Zur Feier des Tages gleich mal gespeichert hier. Alles eingesammelt, natürlich. So, wo war denn jetzt? Ah, da ist noch ein... Da sind noch mehr... Machen wir die gleich mit, da ist ein Schiff. Das ist gut. Moderhaut. Komm. Der explodiert schon mal. Da waren es nur noch 10.923. Holen wir uns die zwei auch noch. Komm, ein bisschen EP geben sie. Und die sind nicht schwer, die explodieren ja. Die sind nicht schwer, die kriegen wir hin. Ja, das Schild, das war schon gut, dass wir das geskillt haben. Huch. Komm, und noch einmal. Das war's. Mhm. Dann hatten wir ja noch eine Lampe dabei. Wo ist die denn? Das war's nicht. Hier haben wir die magische Lampe. Die holen wir jetzt mal raus. Und sehen uns um da hinten. Ja, die packe ich wieder weg. Ich glaube, das kommt erst da hinten. Stehen da. Optional verwenden Sie die magische Lampe, um Geister zu finden. Ja, das versuche ich die ganze Zeit. Aber irgendwie finde ich keine Geister. Da ist der Turm. Da vorne ist eine Mückenwolke. Wir laufen einfach mal schön gemütlich hier durch. Das ist eine Leiche. Gucken wir mal. Hey, die können wir untersuchen. Eine frische Leiche. Er muss eine Weile nach dem Tod des Adligen gekommen sein. Eine frische Leiche. Eine frische Kiste mit Saft. Lecker. Sonst noch irgendwas?
muss ich denn hin? Ich laufe hier immer falsch. Diese Mücken, die sind ganz schön nervig. Da sind Hütten, da müssen wir nicht hin. Das ist eine grüne Wolke, hä? Was ist das hier? Ach, Schnellreise, okay. Ist das ein Geist? Das Grüne, ist das ein Geist? Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Sie sind hinter uns her. Sie werden Graham nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Ah, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs! Los jetzt! Das waren also die Geister, okay. Die haben den Adligen scheinbar gekillt. Hier knackt mein Regal, weil der Rechner draufsteht. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht runter. Das wäre äußerst ungünstig, wenn mir normales Spiel abschmiert und dann beim nächsten Mal fällt mir gleich der Rechner auf den Kopf. Das wäre echt blöd. Da hinten ist ein Wasservibe, Level 6. Schnappen wir uns. Zack, Schuldschild drauf. Was jetzt, du Stück Dreck? Na toll, jetzt sehe ich wieder nichts. Echt nervig. Und eine Mückenwolke, na toll. Na gut, ich kann gar nichts. Bitte nicht hinsehen, aber ich muss das genau untersuchen. Aha. Ja, eindeutig männlich. Was sie wohl hergeführt hat? Hunger oder Gier? Also ich meinte natürlich, die Leiche hier ist männlich. Das Wasserweib ist natürlich, was ist das hier? Ah ja, genau. Irgendwie mag ich diese Insel nicht. Ich habe das Gefühl, hier ist 15 Uhr und es ist immer dunkel und düster hier auf der Insel. Hier wird es nie richtig Tag. Huch, ein Brett. Das Brett geht ab wie ein Brett. Gehen wir hoch? Erkunde den Turm. Oder sind hier noch Geister? Also jetzt, da ist eine grüne Wolke, heißt Geist, okay. Gucken wir mal, was das für Geister sind. Huch. Scheiße. Komm. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Au! Nein, bleib zurück! Verlass mich nicht! Aha. Sind die hier gestorben, oder? Ist da noch eine grüne Wolke, oder warum steht hier immer noch optional? Krähenauge. Irgendwas. Ich sehe keine grüne Wolke mehr. Seht ihr eine grüne Wolke? Muss ich hoch? Ich gehe mal hoch. Gehen wir hoch auf den Turm zu Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. So dass ich zu dir hinaufsteigen kann. Oh, Keira würde sich hier richtig wohlfühlen mit den ganzen Ratten. Aber mich stören die nicht. Ich habe selber mal Ratten als Haustier. Niedliche kleine Dinger. So, hier ist Bretter, Müllhammer, was ist das hier? Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Warum? Weil hier Müll rumliegt, oder was? Was haben wir hier, tote Ratten? Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl tote als auch lebendige. Die fressen... Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will's gar nicht wissen. Meine Güte, ey. Nicht mal hier und kann's nicht mal mit anhören. Belauscht uns die eigentlich? So eine.
Silberplatte. Aha, hier sind wieder Geister. Gucken wir. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben's zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Tochter nach oben, aha. Hier ist noch Blut. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Was ist das denn? Habt ihr das gehört? Klopft jemand an die Tür? Niemand da. Da Tür. Vielleicht da. Abgeschlossen. Jetzt hast du aber aufgehört. Habt ihr das gehört? Was war das? War der vorher auch da oder ist der gerade aufgetaucht? Warum ist die Tür zu? Scheiße. Boah, was geht mit dem Leuchter ab? Boah, wenn jetzt irgendwas rausspringt, hier kriege ich Krise. Nee. Ja gut, das nehme ich jetzt nicht mit. Smaragd. Kann man noch gucken, ob hier... Nee. Ob hier irgendwo was... Quecksilberlösung, guck mal an. Seide. Leere Flasche, gut. Dachte mir doch, die haben da was versteckt. Was mit dem Kerzenleuchter, der ist immer noch am Abdrehen. Ich grill jetzt erstmal die Ratten hier. Und guck mir die Geister. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwemmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krebse. Und der Gestank. Brenn die mal sicherheitshalber, auch wenn ich gar nicht weiß, ob das weniger werden. Sieht ja aber nicht so aus. Und wir hatten ein Level Up. Sag mal, wo kommen die denn her? Gibt's doch gar nicht. Egal. Wir verteilen erstmal unsere Skillpunkte. Einen haben wir. Starker Angriff. Ah, wir haben jetzt hier Platz wieder. Kann ich das endlich reinhauen? Und gleich nochmal, oder? Nein, jetzt kann ich hier. Das müsste ich dann noch was skillen. Wäre am sinnvollsten, oder? Oder ich skill hier. Das habe ich ja auch noch. Komm. Skill ich das mal. Dann kann ich das hier reinziehen und das dahin. Perfekt. So ist es am sinnvollsten. Dann brauchen wir hier noch ein rotes Muttergen, wenn wir das mit Level 9 haben. Und dann fängt es erst an, richtig gut zu werden. Genau, Stufe 8, Stufe 9. Dann beim nächsten Mal kriegen wir es hin.
haben wir denn jetzt hier alles gefunden? Ich habe gar keine Lust mehr auf diesen Keller. Erstmal wieder hoch. So. Aber warum hat's vorhin geklopft? Hier ist verschlossen. Dann müssen wir hoch. Hier ist noch eine Truhe, die will ich noch holen. Igni. Kann ich die irgendwo einbauen? Habe ich einen freien Platz? Nee. Egal. Puh. Begeben wir uns auf die Spitze des Eisbergs. Geister? Hier sind die Geister. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Hier ist nichts mehr. Sehr viel Nichts hier. Na gut, weiter hoch. Hallo? Lauf doch nicht weg. Ich will dir doch helfen. Das war keine normale Erscheinung. Dies hat irgendwie... Macht mir das Angst. Nehmen wir alles mit hier. Hier die gucken wir noch. Meteoritenerz. Da drin. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt die Kiste anfasse, dass der Geist dann nicht ganz zufrieden ist mit... Dann nehmen wir das hier. Fährtenleserhose. Wir können jetzt... Was war das? Wir können ja jetzt ein bisschen mehr mitnehmen. Scheißegal, ich will das Gold haben. Gib mir das Gold. Ich bin nicht da. Ist das... Hä? Alter, das bewegt sich alles. Scheiße, wieso bewegt sich das? Ich hoffe, das ist gewollt. Nicht, dass das jetzt hier ein Bug ist, aber... Das sammelt sich da, wo die Geister sind? Zieht sich das irgendwie so zusammen? Kann das sein? Kann ich rausgehen? Ich will hier raus. Bitte lass mich in Ruhe. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich will doch gar nichts machen hier. Lass mich doch... Oh, jetzt wird's hier schön. Ach, hier bleibe ich. Hier ist schön. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen hinein. Und weiter hinoch. Ja, wir müssen hinoch. Hinunter und hoch. Hinoch. Nein, wir müssen rauf. Natürlich müssen wir rauf. Da ist sie wieder. Lauf nicht weg. Du Liebe meines Lebens. Ich habe überall nach dir gesucht. Vielleicht wartet die schon im Bett. Oder sie ist noch weiter oben.
Hinauf? Was habe ich gesagt vorhin? Hinauf. Das muss ich mir merken. Hier ist wieder so ein... Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Diese Karrieremetz, ich hasse sie. Hier sind Bretter, hier ist ein Handabdruck. Neben einem Schalter, sehr verdächtig. Noch ein Schalter. Gucken wir erstmal hier. Was ist das denn? Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Aha. Gut. Handabdruck. Können wir das untersuchen auch oder können wir nur benutzen? Benutzen wir einfach mal. Geht die Tür auf. Okay, ein zweiter Hebel. Was macht der? Können wir nicht mehr benutzen. Aha. Natürlich eine Geheimtür. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Ja, klar. Alter, in welcher Zeit spielt das Witcher? Die haben... Guckt euch das an. Das ist doch untypisch, oder? Da ist ein Brief. Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 2. Truhe, Armbrust. Eine Armbrust. Manuskript, verbesserter Drachentraum. Da muss ich gleich mal gucken, was die Armbrust kann. Oh, die macht mehr Schaden. 114%. Nehmen wir mit. Gefällt mir gut. Dann gucken wir weiter. Hier sind Körper drin. Ach du Schande. Oder was ist das? Doch, das sind Menschen, ne? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Welche Kammer? Kammer des Schreckens oder was? Was hat denn Harry Potter damit zu tun? Da ist noch ein Zettel. Tagebuch des Alexander Magiers, Teil 1. Komm, Geist. Geist. Annabelle. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Ich bin ein Hexer, aber du brauchst keine Angst haben. Ich bin ein Hexer. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, wer war er denn? Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein.
Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Was ist überhaupt passiert? Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war das für ein Trank? Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter ist also nicht gekommen, oder was? Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte, sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Im Turm liegt auch eine frische Leiche. Kannst du mit anderen Seelen sprechen? Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von ihr. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Kannst du mit anderen Seelen sprechen? Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders.